Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Boah, ist das rutschig. Im letzten Part haben wir mit Mühe und Not die Bergruine geschafft und ich denke, hier geht's raus. Allerdings gibt es noch eine Möglichkeit, ein Herzteil zu gewinnen. Ich meine zumindest, es geht um ein Herzteil. Und ja, ich würde mich ohrfeigen, wenn ich es nicht wenigstens probiert hätte, denn das ist eine Sache, die könnte mir tatsächlich Spaß machen. Hey, lange nicht gesehen. Hast recht. Meine Frau ist auch wieder kerngesund. Und das Wetter ist toll. Hättest du Lust auf eine Abfahrt? Wie wär's? Aber immer doch. Bock ohne Ende. Na los, bis zu meinem Haus. Um die Wette. Denn das ist ja eine Sache, die macht Spaß. Und ich glaube, jetzt wird's auch schneller tatsächlich. Aber warten wir's ab. Also ich finde, es ist schon schneller. Doch, das ist schon schneller. Aber mal, definitiv ist das schneller. Und ich glaube, das Rennen ist sogar schwer. Kann aber auch sein, dass ich nochmal ein Rennen fahren muss gegen seine Frau am Ende. Wenn es so kommen sollte, werden wir auch das noch testen. Ich denke mal, das ist eine Sache, die man durchaus noch machen könnte hier. Also, wenn wir auch sonst keine Aufgaben großartig lösen, macht das auf jeden Fall Spaß. Mal gucken, wenn ich nach vorne drücke. Ah ja, wenn ich A gedrückt halte, geht er ja in die Hocke, stimmt. Da ist aber nicht unbedingt schneller durch, oder? Ne, wenn ich nach vorne drücke, ist er schneller. Kann man dann natürlich auch scheiße lenken. Muss ich wohl so ein bisschen switchen, wa? Mal ab und zu loslassen, nach vorne zu drücken. Ah, die Mucke hier ist cool. Nein! Also Leute, wenn man nach vorne drückt, ist die Lenkung wirklich unterirdisch. Gigantisch, wow. Nein, fall da nicht runter, Link. Wow, du bist so cool, hab ich gesagt. Ah, oh nein. Das war mal nichts, würde ich behaupten. Wir versuchen es neu. Natürlich, einmal noch. Also zwei, drei Mal können wir da durch versuchen. Das ist nämlich Spaß, Spaß, Spaß. Und ich möchte auch mal meinen Spaß. Ich meine, ich kriege nicht viel Spaß. Sie haben nicht viel Spaß im Leben, Leute. Nee, nee, nee. Bla, 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 bla. Ja. Bla, bla, bla. Bis zum Haus und nicht weiter, Freundchen. Diesmal gehst du nicht einfach in meine Bude. Okay. Ist auch unaufgeräumt gewesen. Dein Scheißhaus will ich gar nicht. Naja, das war... Na, was heißt unaufgeräumt? Kann man ja so fast gar nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein wenig durcheinander. Die Anordnung der Räume gefiel mir nicht. Nee, das wäre auch so, wenn ich so eine große Bude hätte, würde ich mich da auch drin verlaufen. Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt einfach mal nicht. Und durch da, durch da, durch da, der kommt schon wieder ran. Wir müssen jetzt wieder Gas geben, Link. Und wir wollen mal versuchen, auf den, wie nennt sich das, Bäumen zu landen. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt landen wir auf dem und auf dem leider nicht. Naja, trotzdem eine tolle Abkürzung genommen. Kommt ihr durch? Ja, 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 das geht schon, das geht schon, das geht schon. Ab und zu mal. Ab und zu einfach mal nicht nach vorne drücken, Chris. Kriegst du das hin? Ja, 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 krieg ich. Ah. Wie weit ist der hinter mir? Ja, doch ein Stück. Ein Stück weit ist er schon hinten. Boah, ich würde am liebsten echt die Klappe halten, um diese Musik zu hören. Die ist richtig geil. Ui, ui, rüber da. Wow, das war eng. Ich höre ihn schon wieder. Den alten. Oh. Ich höre den doch, der kommt doch voll schnell an. Feilschnell ist der Typ, wie ein Blitz. Wenig schneller als ich, aber naja. Na komm, wenn er mich jetzt überholt, bin ich echt sauer. Nein, 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 was tust du denn? Oh Gott, du Noob. Okay, Leute, einen Versuch gönne ich mir jetzt noch. Schon allein aus dem Grund, dass das so übertriebener Fail war. Müssen wir das echt in der Nacht machen? Machen wir Tag. Alter, mach mal Tag. Ja, ja. Komm, ja. Ah, mein Rücken. So. Jetzt übelste Konzentration an den Tag legen. Okay. Komm, wir ziehen hier schon vorbei. Ich glaube, ich muss echt nochmal gegen die Frau, um da überhaupt was Vernünftiges zu gewinnen. Ah, und die wird viel schwieriger. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass man da echt keinen Fehler machen darf. Und da gibt es noch so eine Abkürzung da, wo ich eigentlich ziemlich weit drum herum fahre gerade. Ich glaube, da kann man auch... Ja, da kann man eine Abkürzung fahren. Das sieht man auch auf der Karte.
Ist nur die Frage, wo ist die? Ich habe sie bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Jetzt hat er mich umgeschubst. Das ist aber nicht fair. Eher über die Ringer? Nö, nicht unbedingt. Ugh. Wie können wir denn auf den letzten kommen? Das würde mich ja mal interessieren. Kann ich mir gerade nicht so ganz vorstellen. Über Darling, yay. Gott, sind wir cool. Nein, nein. Ach so, da hätte ich jetzt links... links irgendwie gemusst, aber ich bin mir da einfach nicht sicher, was ich da genau machen muss. Deswegen, sollte ich gleich das Match gegen die Frau bekommen? Mache ich das dann gleich, Leute? Versuche ich das direkt? Ich denke, ja. Warum nicht? Ein Versuch wenigstens starten. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die Abkürzung ist. Verdammt. Lass mich bloß in Ruhe. Auch wenn ich finde die Kamera viel besser, wenn die weiter weg ist. Das mag ich in Rennspielen generell lieber, wenn die Kamera weit, weit, weit weg ist. Yay, wir haben dich besiegt. Gewonnen. Du bist der Größte. Danke. Ich hab verloren. Das ist voll witzig. Du bist ein Naturtalent. Mein erster würdiger Gegner. Wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm zum Berggipfel. Und nu? Hallo? Ich will wieder zurück. Soll ich zurücklaufen oder was? Verarscht du mich jetzt? Okay, nein, das können die nicht von mir... Nein, das wollen die nicht. Da müsste ich schon als Wolf, aber das glaube ich auch nicht. Beam mich zurück. Link, deine bisherige Bestzeit liegt bei 1,35. Willst du einen neuen Rekord aufstellen? Wird bestimmt ein nettes Rennen. Mir macht das auch großen Spaß. Beim nächsten Mal machen wir beide auch mal ein Wettrennen. Ey, ich will zurück. Ich soll doch jetzt nicht laufen. Ich soll doch nicht laufen. Ich soll nie im Leben soll ich laufen. Mit Na, kannst du mich hier schon verwandeln? Oh. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich was übersehe. Oh, Midna, komm ey, das ist doch ein Witz. Und wir stapfen mehr als langsam zurück. Ich weiß echt nicht, warum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Das ist nicht richtig. Jetzt? Ja, okay. Ja, jetzt komme ich zurück, aber nie im Leben soll ich das laufen. Warp mich mal hier weg. Wo bin ich denn überhaupt? Okay, ich kann mich hier... Schneeberge, Portal, ja, ja. Das ist doch auch nicht direkt beim Rennen, oder? Ist das beim Rennen in der Nähe? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Soll ich echt einen ganzen Part hier mit den... Ja, das ist da. Soll ich echt einen ganzen Part mit den Rennen verschwenden? Ey, ich habe voll Bock auf dieses verdammte Rennen. Ich werde es jetzt einmal versuchen. Einmal noch. Weil so schön war. Es war so schön. Hier, Mrs. Schneemann. Wir wollen ein Rennen. Unglaublich, dass du gegen meinen Mann gewonnen hast. Ah, oh, du bist so cool. Vielleicht willst du auch mal gegen mich antreten. Du cooler Typ. Okay, bis zum Haus. Die ist voll schnell. Ich schwöre es euch, Leute. Die ist super schnell. Super schnell ist die. Ja, und jump. Boah, im Dunkeln. Es ist fast so, als müssten wir es auswendig kennen. Die macht viel zu viele Kurven. Das ist dumm. Es ist dumm geradeaus, es geht immer am schnellsten. Hey, ich bin super gut, ich bin super gut. Ah, das war schon fast ein Fehler. Die Brücke, ich mag die Brücke nicht. Aber bis jetzt schlage ich mich echt besser. Keine Ahnung, ist vielleicht einfach so die Herausforderung, die mich gerade antreibt. Und ich höre sie die ganze Zeit lachen. Sie lacht über uns. Ah, ich bin daneben. Gefallen. Überholt ihr mich deswegen? Ja, ein bisschen, aber auch nur. Das ist im Rahmen. Ah, oh, ich muss die Abkürzung fahren. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Die ist da. Hier so. Also sie ist sie gefahren. Okay, wie soll das gehen? Wie geht die Abkürzung? Naja, ich weiß nicht, wie die Abkürzung geht, deswegen... Tschüss! Ich möchte die jetzt auch nicht blind suchen. Ich denke mal, das wird euch auf den Sack gehen, das wird mir auf den Sack gehen. Deswegen, derjenige, der weiß, wie das mit der Abkürzung geht, der darf es mir liebend gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auf dich hören und es dann nochmal versuchen. Ja. Das ist so der Vorschlag zur Güte für alle Beteiligten. Vor allen Dingen für mich.
Nein, nein, nicht vereisen. Boah, ich hab das Spiel ziemlich lange nicht mehr gespielt, muss ich jetzt gestehen. Ein blauer Rubin, er ist doch 5 Rubine wert. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Gut, dass ihr mich nochmal darauf hinweist. Und BAMS! Ja, kurz Steuerung wieder eingewöhnen. Cooles Spiel. Cooles Spiel. Macht heute wieder richtig Spaß. Ach, es ist so herrlich, Leute. Ganz, ganz lange jetzt nicht Let's Play. Also ein paar Tage. Da hat das Ganze schon... Oh, nee, bestimmt nicht. Ich will den anderen auch noch aufmachen. Keine Angst, ich kümmere mich nicht um dich. Weil ich nicht will. Was könnte das bringen? Bestimmt nichts Interessantes. Vor allem nicht, solange mich dieser Geist da nervt. Muss ich ein Wolf sein? Sieht ja fast so aus. Dann würde ich da mal durch, Link. Und ich kratze mir so lange am Kopf. Oh ja, das wird was bringen. Denn danach ist man immer ein bisschen schlauer. Ah ja, genau. Ja, los, ein Wolf, ein Wolf. Oh, mein Mund ist so ausgetrocknet. Nee, das Geheule habe ich gemacht, das weiß ich. Oh, und wie ich das weiß. Wie komme ich denn hier weg? Nee, da habe ich echt... Nein, ich warp mich einfach raus. Verdammt nochmal, das ist doch viel zu viel Arbeit. Vor allen Dingen, weil ich genau weiß, dass wir jetzt im Wald weitermachen müssen. In Latour. Oh nein, Ordonquelle ist es nicht. Nein, 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 nein. Hier. Fironewald. S oder N? Ich denke mal Norden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir dahin. Da geht die Sache weiter. Es wird nämlich jetzt wieder Zeit, in den Heiligen Hain zu gehen. Sorry, Leute, aber daran kann ich mich erinnern. Wer sich darauf jetzt gefreut hat, dass der Junge verzweifelt, weil er nicht weiß, wo er hin muss, den muss ich enttäuschen. Nein! Ach, Warpen. Ach. Da kriege ich schon die Steuerung heute so gut hin. Und dann sowas. Naja. Zack. Schwert raus. Herzen sammeln, Herzen sammeln, Herzen sammeln. Genau, das brauchen wir. Eins brauchen wir noch. Ich habe voll wenig Herzen dafür, dass ich ziemlich weit am Ende bin, oder? Kommt mir das nur so vor, dass das extremst wenig ist. Ist aber mal sehr mager. Wir mähen das Gras und finden einfach nichts. Schön. Da ist sie. Oh, da ist ein Mensch. Ungefähr so habe ich mir das auch gedacht. Aber den kann ich doch nicht mit so angeschlagener Energie unter die Augen treten. Ne. Wie sieht denn das aus? Ein Held. Nicht angekratzt. Und ich finde, das sieht auch viel cooler aus, wenn Link das Zeug auf dem Rücken hat. Er sieht einfach saucool aus, so. Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Waren wir hier mal zusammen? Klingt fast so. Ich wusste, dass du kommen würdest. Selma hat mir von dir berichtet. Ich kenne sie und ihre Freunde schon sehr lange. Und wir arbeiten jetzt auch zusammen. Also, es gibt da etwas, das ich dir erzählen möchte. Ist das der eine Typ, der uns damals losgeschickt hat? Jenseits dieses tiefen Tales, dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben, der von einer heiligen Macht geschützt wird. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Hylianer erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sicher gerettet werden. Link, willst du die Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis der alten Zivilisation zu ergründen? Ja. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Dein Partner? Da kommt was auf uns zu. Ein goldener Vogel, wollte ich gerade sagen, aber es ist ein goldenes Huhn. Mach dich nicht über ihn lustig. Er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht. Du wirst schon sehen. Okay. Ich meine, es ist golden. Oh ja, das fliegt wirklich gut. Aber welche Schlucht? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß, dass ich hier wohl hin muss, aber hier ist ja nichts, wo ich abspringen könnte, oder? Nö. Dann... Wohin? Ach so, er hat ja was gesagt, hier in dem tiefen Tal. Müssen wir da einfach runter? Also zu dir hoch. Und dann den Todessprung wagen, oder wie? Ah, alles klar, hierhin. Na gut, und dann geht's da weiter, oder wie? Könnte hinkommen. Ja. Und hier rüber.
Wunderbar. Ach, der Vogel ist cool. Ablegen. Ein Item catchen. So, nämlich das hier. Aha, guck mal, wie ich das hingekriegt habe, Leute. Da staunt ihr. Seid ehrlich. Okay, das... Ah, das muss gedreht werden. Hoch da wieder. Ich wollte den eigentlich nur weglegen. Um mir das Huhn wieder zu nehmen. Hallo, Hühnchen. Danke. Und Flug. Flieg und Sieg. So und nicht anders. Ah, okay. Ich will das immer wegstecken, aber... Bin da ein wenig zu voreilig. Okay, wir warten, wir warten, wir warten und springen ab. Nicht schwierig. Nicht sehr schwierig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr seht schon, ihr seht schon. Hier kommt das kalte Brechen. Nun gut, Leute, das werden wir im nächsten Part machen. Bis dann und ciao.